Was ist denn das, Thomas? Jens und Mann nochmal wo da? Ja, der Jens hat mir heute was gebracht. Magische Stuhlauflage. Was haben Sie denn jetzt wieder für 14er Platte? Ja, das zeige ich dir was auf. Und zwar eine. Ach, das ist das. Ein Überwurf oder ein Überzug für den Campingstuhl. Für solche Frosthommeln wie dich, genau richtig. Passiert einzig und allein auf der Reflexion deiner Körperwärme. Probier es aus. Ach, ich soll das jetzt testen? Ja, du sollst es mal testen. So, und da deine Oberschenkel ja auch oft kühl sind bei diesem Wetter, gibt es auch noch eine kleine Auflage dazu. Bin ich eingemummelt wie eine Oma, aber es wird sofort warm. Ja. Fass mal an, es wird sofort warm. Tatsächlich. Das ist, als wenn ein Akku irgendwo drin ist. Das ist wie ein Schlafsack, wie eine Daunenjacke, würde ich sagen. Das ist nicht elektrisch. Nein, es ist nicht elektrisch, keine Batterien. So hat es der Jens gesagt. Basiert rein auf Reflexion. Was ist das? Tja, das weiß ich nicht, was da drin ist. Aber es scheint zu funktionieren. Es fasst sich sehr gut an. Könnte was werden. Kann man das behalten? Das muss ich mal abklären mit dem Jens. Aber ich denke schon. Das wir cool. sind ja auch bei jedem Wetter unterwegs. Das wäre cool, wenn wir auf jeden Fall Akkus aufladen müssten. Das ist, passt doch mal an, ich bin ja platt. Das ist total warm, als hätte, ich eine Heizung im Rücken. Super. Ja. Schön. Cool. Gefällt mir. Ja, 100% Handarbeit. Wir machen alles selber. Mal näht Manuela, mal ich. Und alles, was so dazu gehört, machen wir. Der Stoff muss zugeschnitten werden. Macht sich ganz gut hier in dem Fall auf dem Balkon, weil viel Licht da ist. Und letzten Endes müssen auch Schilder gebrannt werden oder gedruckt werden, und das machen wir in diesem Fall auf Leder mit einem Laserbrenner, und ja, schaut selbst, geht relativ zügig und hat tolle Ergebnisse und verwäscht nicht, das ist das Wichtigste dabei. Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Hallo. Jetzt ist es endlich soweit. Das Rätsels Lösung. Wollen wir jetzt auflösen. Genau. Haben wir nur 14 Tage lang irgendwas im Facebook immer geschrieben und gemacht und getan. Und jetzt kommt's. Genau. Wir haben unser erstes eigenes Produkt. Das heißt, Jens und Manus magische Stuhlauflagen. Und das ist das Teil. Ich halte es mal hoch. Andersrum, andersrum. Können wir machen es mal so rum. So. Halt. So. Genau. So. Ist für einen Campingstuhl. Für die Hochlehner konzipiert. Hier hinten ist eine Lasche, wo man sie drüber hängen kann. Über den Hochlehner. Und das Besondere an dieser Geschichte, das Magische, ist, dass diese Kammern einen Stoff oder einen Inhalt haben, der die Körperwärme reflektiert und an den Körper praktisch wieder abgibt. Man setzt sich drauf und 2 Minuten später hat man ein warmes Gefühl hinten im Rücken. Gerade jetzt in der Übergangszeit, Sommer zum Herbst, Winter, wo man doch mal draußen sitzen möchte und vielleicht sonst frieren würde. Wenn die Sonne noch scheint, ihr kennt selber, der Altweibersommer steht vor der Türe oder der goldene Herbst. Und es scheint die Sonne und abend, man will noch gar nicht rein. Dann macht man die Stuhlauflage drauf und schon hat man ein magisches Gefühl im Rücken. Ein wärmendes Gefühl, es reflektiert wirklich. Und wir testen das schon viele Jahre und haben immer irgendwo eine Möglichkeit gesucht, wie wir das bekommen.
eventuell weiter empfehlen, weiter verkaufen, aber es hat nie funktioniert. Wir haben es auch nicht gefunden. Genau. Wir und jetzt haben wir ganz einfach gesagt, jetzt machen wir es selber. Ja. So, und dann ist diese Produktion entstanden. Das ist auch der Film, der jetzt vorher kam. Wir sitzen zu Hause und basteln uns das Ganze. Daraus sind aber noch weitere Ideen von uns entstanden. Nämlich, wenn man von hinten warm ist, möchte man es natürlich von vorne auch warm haben. Dann haben wir das als Beinauflage gedacht. Ja? Hinten das Kissen, vorne diese Beinauflage auf die Beine gelegt und schon hat man das gleiche. Und eine Decke noch drum und dann hat man... Jetzt kommt die Frierkatze wieder. Und dann hat man im Prinzip, sitzt man im Warm. Genau. Und das ist ganz toll und das funktioniert wirklich sehr gut. Und was noch dazu kommt... Manchmal hat man ja Gäste, die man auf so einen Besucherstuhl-Hocker setzen möchte oder sitzen. Muss, weil ja, nicht genügend Campingstühle da sind. Campingstühle hat jeder ja nur einen mit, also für jeden einen. Und da haben wir uns gedacht, dann macht man gleich für die Campinghocker auch noch so eine Auflage und dann haben die Besucher einen warmen Bobsi. Oder wenn man die Beine hochlegt, sind die Füße auch noch ein bisschen warm. Ja, lass uns im Hintergrund stehen. So, das Ganze wird es in 4 verschiedenen Farben geben. Favorisiert sind jetzt Blau, das Jeansblau, das Grau und das Bordeauxrot. Das sind jetzt die favorisierten Farben. Wir haben hier so eine Umfrage gestartet. Das ist noch eine Farbe, die wir eventuell mit ins Boot geholt haben. Wir werden diese auch mal produzieren, aber wir wissen noch nicht, wie es ankommt. Ja? Der ein oder andere hat vielleicht so beige Stühle oder braune, ja, Mantelbraun. Mandelbraun ist heißt das, oder Mandelgrün. Und das sind die Farben, die wir da dafür machen. Der ein oder andere wird sich jetzt wundern, wo kriegt man das? Bei uns auf der neuen Internetseite. www.jensundmanu.de. Da ist dann, kommt er auf unseren Online-Shop, klickt da drauf, dann kommt ihr auf unseren direkten Online-Shop, der ja jetzt schon seit 2 Jahren existiert, wo wir ja dann schon die ganzen getesteten Produkte und die für gut empfundenen Produkte haben. Und da gibt es dann auch die Stuhlauflagen und die Kissen zu kaufen. Produktionszeitraum, nicht Lieferzeitraum, wird 5 bis 7 Werktage sein. Wenn uns die ganze Geschichte nicht übermannt, sodass wir das nach fremdvergeben müssen, produzieren wir es erstmal selber. Wenn die ganze Geschichte natürlich größer wird, müssen wir sehen, wie das weitergeht. Müssen wir jemanden noch ins Boot holen. Genau. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Es gibt noch weitere Ideen. Decke zum Beispiel. Nee, wir verraten nichts. Es gibt noch, uns schwebt noch einiges vor, wo man dann auch im Winter in dem Sinne draußen, bei schönem Wetter draußen sitzen kann, ohne zu frieren. Aber das müssen wir erst testen und selbst erstmal ausprobieren und nähen. Genau. Ja, das zu den Stuhlauflagen, worüber wir beide sehr stolz sind. Wir waren angestrengte 14 Tage, aber schöne. Richtig harte Arbeit, lange gearbeitet. Oh, eine Tüte Mitleid wieder. Ja, aber das gehört eben dazu. Wer das eine will, muss das andere mögen. Genau. Das weißt du ganz genau. So. Wir haben noch. Es gibt noch was weiteres. Ein unscheinbares Teil. Ja, hängt so eine Plastikschleife runter. Fliegen- und Wespenverjager für den Frühstückstisch. Wespenschleuder heißt das Ding. Oder Wespenschleuder. Verjager. Klingt wie Jagertee. Nein, wir haben das selbst auf dem Stellplatz dieses Jahr irgendwo mal gesehen und haben uns dafür interessiert. Jetzt haben wir die erste Bestellung ausgelöst, sind mittlerweile 4 Stück da. Eins nutzen wir selber, eins haben wir schon verkauft. Ja, und das stellt man ganz einfach auf den Frühstücks-, Mittags- oder Abendbrotstisch und weitgehend werden dadurch Wespen, Fliegen, Insekten vertrieben. Es ist ungefährlich, gell? Ich kann hier voll reingreifen, das ist ein dünner Plastikstreifen, der sich hier dreht und durch die Fliehkraft nach oben geht. Manuela, kannst auch reinfassen, da passiert überhaupt nichts. Nee. Gell? Also auch für Kinder nicht gefährlich. Ja, auch dieses Teil wird es bei uns im Online-Shop geben. Der nächste Frühjahr, das nächste Sommer kommt bestimmt. Und da werden wir die ganze Geschichte dann sicherlich auch mehr Vorräte davon haben. So, dann gibt es noch ein Produkt. Das hat Manu erfunden. Ja.
man weiß doch nie, wohin mit den Stellplatzquittungen und so weiter. Die muss man ja immer sichtbar irgendwo hinhängen und so weiter. Viele nehmen Tesastreifen, viele stellen es bloß ins Fenster oder legen es bloß an die Frontscheibe. Und da habe ich was ich so alles an Unrat mit mir rumfahre, kam mir die Idee, unseren magischen Haken mit der Klemme zu kombinieren. Und somit haben wir im Prinzip, wo wir unsere Stellplatzquittungen dranhängen, gleich gemacht. Sind sie nach außen hin sichtbar, sind ordentlich verstaut. Ne? Man hat nicht irgendwas anderes und problemlos. Auch das, dieses Teil wird es im Online-Shop geben als Set. Ne? Und ja. Wir haben sie auch schon auf den Stellplätzen mittlerweile sehr gut verkauft. Das ist übrigens immer wieder Sache, wenn ihr uns seht und ihr bestimmte Produkte wollt, ihr könnt uns immer ansprechen. Wir haben immer unseren Bauchladen. In der Regel immer den Bauchladen dabei. Ja, ja, in diesem Sinne. Wir werden auch die erste Messe mit unseren Stuhlauflagen wahrscheinlich in Erfurt starten. Wie das wird, wissen wir noch nicht. Da werden wir nochmal bekannt geben, weil wir werden auf jeden Fall auf der Messe einen Stand haben. Inwieweit wir dort verkaufen dürfen, ist noch nicht ganz Verkauf klar. Wird ja nicht. Wir werden Bestellungen aufnehmen. Richtig. Und dann werden die abgearbeitet und ihr bekommt sie dann zugeschickt. Draufsetzen, ja, also wir haben Muster dabei, dass ihr es ausprobieren könnt. Aber Verkauf wird nicht, das wird dann alles... Aber das geben wir nochmal extra bekannt. Extra bekannt. Ja, wir können jetzt im nachfolgenden Livestream nochmal darüber diskutieren. Wir werden ein paar... Freunde von uns fragen, ob sie mit dran teilnehmen und erste Erfahrungen berichten. Wir haben es gestern Abend schon ausgeteilt und jeder kann sich da jetzt drauf setzen und einen Tag damit verbringen. Und ja, wir freuen uns. Bis bald im Livestream. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt von außen, hier ist der Haken mit dem Halter dran und hier ist die Parkkarte dran. Also wir können es in die Türe hängen und wenn wir nicht unsere Plane dran haben, habe ich hier vorne im Fenster auch noch hängen. Ja, und zwar um diesen Haken mit dem Aufhänger geht's. Gibt's im Set bei uns im Online-Shop.